Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zum Landwirtschaftssimulator 2023. Und ja, wenn ihr es vielleicht gesehen habt, oh, ich muss gerade einmal durch switchen. Der hier ist noch am Grubenbahn. Wenn ihr es vielleicht gesehen habt, ist so, dass jetzt Everdream Valley gestartet ist und das wird natürlich dann hier Einfluss auf das Let's Play haben, denn ich habe sonst wieder ein bisschen zu viel an Let's Plays und dann komme ich wieder nicht hinterher und ich habe halt auch noch ein Privatleben. Deswegen, also das wird jetzt hier in Kürze zu Ende gehen, vielleicht jetzt schon mit der heutigen Folge. Ich muss gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Bloß, das hatte ich auch schon vorher angekündigt, dass ich eigentlich hier nur ein kurzes Let's Play draus machen wollte und nicht wirklich viel Zeit investieren und alles drum und dran. Und es ist ja auch weitestgehend eigentlich hier alles geklärt. Das heißt, es ist halt hier warten, ne? So. Und ja, bis das dann fertig ist, das dauert halt noch ein bisschen. Muss gepflügt werden. Nein, muss nicht gepflügt werden. Und ja. Aber ich hoffe, ihr freut euch auf Everdream Valley. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist jetzt eine Woche vor Release gestartet. Also da muss ich auch nochmal sagen, danke an die Entwickler von Everdream Valley. An die Moon Eaters, die mir das Spiel entsprechend zur Verfügung gestellt haben. Denn vielleicht haben ja einige mitbekommen, ich konnte das Spiel halt nicht spielen, weil ich halt einen, ich sag jetzt mal, zu guten Computer habe. Und es da anscheinend ein paar, ja, Grafikprobleme gibt mit der Grafikkarte, die kann einen Befehl nicht richtig verarbeiten und das muss jetzt halt der Grafikkartenhersteller handeln und deswegen geht es halt da nicht so weiter, wie man sich das vorstellen würde. Sorghumhirse, okay. Und ja, da haben sie gesagt, okay, gut, du wolltest es aber deinen Zuschauern zeigen, ja, und das habe ich jetzt. Also, wenn ihr die Folge seht, sind schon 5 Folgen draußen. Das heißt also, 5 Folgen Everdream Valley könnt ihr euch schon angucken. Ihr könnt sehen, wie performt es, wie sieht es optisch aus, wie ist da das Farming, wie ist da, also wie cozy ist es, um es mal so auszudrücken. Und ja, schaut es euch an. Mir macht es Spaß. Und Ende der Woche startet dann vielleicht auch schon, auch wieder ein bisschen früher, Story of Seasons, A New Life, A Wonderful Life, A New Life, A Wonderful Life, also das Remake zu Harvest Moon, A Wonderful Life. Und ich hoffe, dass wir uns auch spätestens da dann wiedersehen und, ja. Ja, jetzt heißt es hier erstmal warten, bis der da durch ist. Der hatte jetzt hier schon, muss ich gerade mal gucken. Was hat der denn gerade dran? Das ist die Sämaschine, ne? Die können wir eigentlich auch schon starten. Genau. Perfekt. Dann kriegen wir das hier schön auch noch fertig. Der muss halt warten. Und hier müssen wir jetzt warten, bis der durch ist. Denn wenn ich jetzt zu schnell den Tag wechsle, dann, oder, beziehungsweise, es ist ja kein Tageswechsel, es ist ja ein Monatswechsel. Und wenn ich zu schnell den Monat wechsle, dann haben wir halt die Herausforderung, dass die Sachen halt unregelmäßig fertig sind. Und das finde ich dann auch schade. Muss ich ehrlich gestehen. Also da würde ich dann sagen, das wäre echt ärgerlich. Ah. Was ich auch ein bisschen komisch finde, ich kann es zwar nachvollziehen, aber das hätte man in den Speicherplatz ja mit reinpacken können. Wenn man speichert, das Spiel verlässt und wieder startet,
dann bleiben die ganzen Fahrzeuge genau da stehen, wo sie sind und führen nicht ihre Aufträge weiter aus. Das heißt also, der gesamte Auftragsspeicher von den Handlangern, von den Helfern, wird gelöscht. Und man muss sie wieder, wie vorhin gerade, neu platzieren. So, was? Ja, jetzt heißt es halt, ja, warten. Wir können jetzt schlecht, ne? Das ist halt genau das, was mich halt hier an dem Spiel so ein bisschen, ne, für einen Let's Play nicht wirklich so passend ist, weil, wir fahren jetzt hier einfach nur hin und her, hin und her, hin und her und schauen zu, wie dieser Traktor jetzt gerade hier pflügt oder grubt oder wie auch immer. Oder halt wieder andere die Samen sät und so weiter und so weiter und so fort. Wir müssen halt warten. Wir sind gezwungen zu warten. Wir haben noch nicht wirklich so einen richtig großen Kreislauf, weil halt einem auch hier in dem Augenblick, ich sag jetzt mal, das Geld fehlt, um sowas besser in einen Kreislauf zu bringen. Ja, man könnte jetzt noch ein anderes Feld nehmen, aber das würde ja nichts bringen, weil uns fehlt ja gleichzeitig noch ein Fahrzeug oder mehrere Fahrzeuge und dann kommt es ja auch auf den Tag an. Und selbst dann muss man halt auch gucken, wie man das am besten umsetzt mit zwei Fahrzeugen. Also es könnten zum Beispiel zwei als Grube arbeiten, aber die würden sich dann halt irgendwo in der Mitte dann treffen und dann würde es da wahrscheinlich auch nicht zu einer Kollision kommen, aber mindestens zu einem Stocken. Und das wäre natürlich dann auch wieder doof, ne? Ja, und das Ganze natürlich dann auch mit den Samen, ne? Ist halt genau das Gleiche. Also, da muss man halt dann auch warten und warten und warten. Und das finde ich halt dann... Man hätte das vielleicht ein bisschen... nicht die Zeit beschleunigen können. Die Zeit hätte ja fest sein können. Aber man hätte das, ich sag jetzt mal so, anpassen können, dass man sagt, okay, gut, an einem Tag ein Feld mindestens fertig kriegen sollte drin sein. Ja, und man beschleunigt einfach die Spielgeschwindigkeit selber an sich. Also das Auto fährt schneller. Also man spult sozusagen vor. Gut, dann würde es mehr in Richtung einem Wirtschaftssimulation gehen, weil man nicht mehr wirklich selber was macht, sondern einfach nur noch sagt, okay, gut, jetzt beschleunigen wir ein bisschen und dann machen wir das so und so und so. Es ist halt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, hier ein Mittelmaß zu finden und es soll ja ein Wirtschaftssimulator, ein Farming-Simulator sein und da dauert das natürlich auch so lange. In Wirklichkeit dauert es natürlich noch länger. Aber besser als gar nichts, ne? Und ihr seht ja, soweit, es funktioniert ja auch. Also so ist es jetzt nicht, ne? Wir müssen halt nur warten. Und das ist halt das Ärgerliche. Und ich bin kein Freund von Warten. Also, ich habe zwar Geduld, das ist es jetzt, ne? Das ist kein Problem, aber es ist halt hier nichts eine Geduldssache, sondern das hier ist wirklich einfach nur, ja, abwarten und Tee trinken. Und jetzt habe ich gerade auch keinen Tee dabei, dass ich sagen könnte, hey, ich trinke jetzt einen Tee. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch mir sagen würde, okay, gut, dann guckst du in die Statistiken und schaust dir das an, dann wird der hier nicht fertig. Also, ihr versteht, glaube ich, mein Dilemma, was ich damit habe, ne? Aber gut, wie gesagt, daher gebe ich jetzt schon mal so, ne, bekannt, es kann sein, dass das jetzt hier heute wirklich die letzte Folge ist. Einfach auch, um nochmal so zu zeigen, wie kann man das Ganze handhaben? Ich habe aber auch noch sozusagen ein paar Bemerkungen. Und zwar, ihr könnt auch diverse Gebäude kaufen. Zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, man kann auch die Bäckerei kaufen und so weiter. Und damit dann in den nächsten Kreislauf reingehen. Ja, das heißt also, wenn man dann die Bäckerei hat, kann man das Mehl in die Bäckerei bringen. Die Bäckerei macht dann scheinbar Brot da draus oder Brötchen oder was auch immer. Was man dann wieder noch teurer verkaufen kann. Also, es ist dann ein größerer Wirtschaftskreislauf. Aber damit kann man dann halt auch, ich sag jetzt mal, weiterkommen. Wie das Ganze jetzt vonstatten geht, weiß ich jetzt noch nicht, ne? Weil schlussendlich bräuchte ich dann irgendwann, ich sag mal so, einen zweiten Traktor, der dann von Pontius nach Pilatus fährt, also beziehungsweise von der Mühle zur Bäckerei immer hin und her und dann das Ganze transportiert. Und von der Bäckerei aus wird es halt immer automatisch verkauft. Ja, ist ja bei der Mühle jetzt nicht anders. Die Mühle verarbeitet das Mehl
oder beziehungsweise den Weizen, die Gerste, was auch immer gerade da ist, und verkauft es dann automatisch. Ja, und so wird es dann wahrscheinlich auch sein, dass der Bäcker das Mehl bekommt und dann die Brötchen automatisch verkauft. Oder? Damit kann man dann halt gleich ein bisschen mehr Geld machen, ja, was dann natürlich einen schönen Wirtschaftskreislauf darstellt. Also wirklich auch was, ich sag jetzt mal, Nachvollziehbares, was man auch im wirklichen Leben hat. Darum ist es ja auch ein Farming-Simulator. Man simuliert ja in dem Augenblick das Reale oder etwas Naheliegendes, weil real, sei mal dahingestellt, dann würde ich da auch gerne, ich sag jetzt mal, wirklich auch das Wetter haben und dass man da auf diverse andere Sachen achten muss, und so tiefgreifend ist es halt dann doch noch nicht, ne? Und dann wäre auch wichtig, wirklich das tagesabhängig zu machen und nicht monatsabhängig. Jetzt ist es ja wirklich so, ein Monat geht hier 24 Stunden, beziehungsweise, wenn wir jetzt hier so gucken, mit Schlafen, allen drum und dran, wären es 18 Stunden, na, oder sogar 16 Stunden. Irgendwas so in dem Dreh wird es sein. Ich bin gerade am Überlegen, 16 Stunden, kommt das hin? Ja, kann man machen. Man könnte aber auch 14 Stunden machen. Ist ja vollkommen egal. Ist ja komplett irrelevant. Wichtig ist jetzt, wir müssen jetzt warten, bis er hier fertig ist und bis der da drüben fertig ist. Ja, und dann, wenn die fertig sind, mit ihm kann ich dann gleich, wenn der fertig ist, zum nächsten Feld schon fahren. Kann mich da hinstellen, weil er muss dann hinter der Mähmaschine hinterherfahren und kann dann gleich grubern, und dann kann der Pflanzen- oder der Samensee, die Saatmaschine, kann dann hinter dem Gruber hinterherfahren, der ja dem Mähdrescher hinterherfährt. Ja, und dann könnte man rein theoretisch den Mähdrescher noch nehmen und könnte sagen, okay, gut, hier hängen wir bitte hinten, oder ich nehme den anderen Wagen, komme dann noch mit Dünger hinterher. Also ich könnte alle meine 4 Traktoren laufen lassen und könnte sagen, mach mal. Ja, weil, klar, ich könnte jetzt noch die Sammelobjekte suchen, wie blöd. Müsste aber dann auch gucken, wo wären die. Ja, und dann fahre ich hier halt in der Gegend rum und die Sichtbarkeit oder die Reichweite der Sichtbarkeit ist halt doch, sag ich mal, nicht die beste. Nicht optimal gelöst, ne? Also an sich, ja, kann man sagen, so, das ist eigentlich die letzte Folge, weil selbst jetzt mache ich nichts anderes, als hier zugucken, wie er hin und her fährt und rede über das Spiel und die Welt. Manche würden sagen Gott und Welt, aber nee, hier ist es ja das Spiel und die Welt. Und ja, also was ich schon mal gesagt habe, wenn, dann würde ich den Landwirtschaftssimulator 17, muss ich erwähnen, 17, empfehlen. Der ist ein bisschen realistischer, weil das hier ist ja die Mobile-Version. Die 17er war noch eine, ich sag mal, sehr nah empfundene PC-Version. Und da habt ihr, denke ich mal, von der Tiefe her mehr als jetzt hier. Ja, wer aber natürlich einfach nur so wie ich das jetzt so haben möchte, sich hinsetzt auf der Couch, die Switch auf den Schoß und klickt hier ein bisschen rum und lässt dann einfach fahren, für den ist natürlich der Landwirtschaftssimulator 2023 oder für sie optimal. Ja, für Leute, die aber mehr Tiefe haben wollen, empfehle ich den 17er. Der wahrscheinlich auch bei weitem günstiger ist als der 23er. Der 23er hat mich 50 Euro gekostet. Kann man sich jetzt noch drüber streiten, ob sich das inhaltstechnisch gelohnt hat? Meines Erachtens nein. Ja, da ist, wie gesagt, ist der 17er bei weitem besser, aber das ist halt so das, was ich mir denke, ne?
wenn hier Leute sind, die wirklich ein riesengroßer Fan sind von diesem Landwirtschaftssimulator 23 oder von der 17, schreibt gerne mal unten in die Kommentare, auch für die anderen Zuschauer, die würde das bestimmt auch interessieren, was genau gefällt euch am 17er besser, was gefällt euch am 23er besser. Hui, ich darf wieder weitermachen. Und welchen würdet ihr empfehlen? Ja, weil vielleicht kennt ihr euch damit sogar noch besser aus. Und ich bin jetzt hier einfach nur irgend so ein Hayopai, der sagt, na. Alles die Scheiche. So. Wie ich schon sagte, den platzieren wir dahinter. So. Er ist jetzt gerade hier. Und er macht hier seine Arbeit. Wunderbar. Er braucht eigentlich jetzt das hier nicht. Er kann sich eigentlich das Ding hier nehmen, ne? Perfekt. Dann könnte er aus der reinen Theorie her vielleicht als nächstes hier dann düngen. Aber erstmal müssen wir warten, bis der da auch entsprechend weiter ist als das bisschen. Weil düngen geht ein bisschen schneller als die Erde aufheben, ach, die Erde umgraben und Samen zu säen. Ja, er hier muss halt warten, ne, weil ihr seht da vorne, das ist noch nicht fertig, aber es ist gedüngt. Und er hat auch Langeweile, weil der davor ist noch nicht fertig. Und er hier ist der Einzige, der jetzt gerade am Arbeiten ist, ne. Ich meine nur, rein theoretisch, wir sitzen jetzt gerade alle um ihn herum und schauen uns das an, wie er seine Arbeit macht. Und denken uns, ja, so machst du das gut, Junge. Mach weiter so. Komm. Das machst du super. Na, was hat er vor? Okay, so kann man es auch machen. Ich glaube, ich wäre vorwärts gefahren und hätte dann irgendwie gedreht, aber er ist wahrscheinlich die spritsparendere Variante genommen, also gefahren. Gehen wir mal in die Ich-Perspektive, es ist nicht ganz so laut. Sag ich doch, ist nicht ganz so laut. Übrigens, was haben die hier an Stundenlohn? 319 Lohnzahlungen, hä? Was ist denn hier kaputt? Oh, aber es gab auch anderes Geld. Okay, das ist schön. Ach stimmt, ich habe ja noch die Mühle. Und das dauert ja da ein bisschen, bis die Mühle da entsprechend das verarbeitet hat, ja. Ich habe ja auf ganz langsam gestellt. Übrigens, ist es ein E-Traktor? Nee, ne? Da oben ist ja kein E-Zeichen, aber das Display sieht schon so aus. Bis auf der Kilometeranzeiger. Also ich meine, der fährt jetzt 12 km/h und angezeigt wird unten die ganze Zeit 0 km/h. Also da bewegt sich auch nichts. Das sind halt so Sachen genau, wo ich dann sage, okay gut, hier fehlt mir so ein bisschen die Liebe zum Detail. Ja, auch, dass ich selber unsichtbar bin. Ich meine, das sieht man ja hier sehr gut, wie unsichtbar ich bin. Ah, jetzt macht das so, wie ich es gemacht hätte, okay. Ja gut, wahrscheinlich hätte es nicht gepasst mit dem Rückwärtsfahren. Ja, ist in Ordnung. Oder genauso hier, dass man hier nichts lesen kann. Das liegt wahrscheinlich an der Auflösung der Switch. Das ist mir wohl bewusst. Aber ich denke mal, wenn man jetzt hier eine so eine Grafik da ein bisschen hochauflösender reinpackt, hätte das nicht geschadet. Aber Tro, dann wäre die Performance unter 30 FPS gerutscht. Ja. Meine Güte. Und? Und? Wo ist das Problem mit unter 30 FPS? Hä? Haben wir alle mit 25 oder weniger gespielt.
So, viel hat er jetzt nicht mehr, glaube ich. Ah, ich würde sagen, noch 4 Bahnen. 1, 2, 3, 4. Könnte hinkommen. Ja, also. Dann komme ich zu meinem Schlussplädoyer. Ja, Plädoyer, hm, genau. Zu meinem Schlussfazit. Also, nettes Spiel. Es ist für ein gemütliches Zwischendurch ist es in Ordnung. Für tiefer gehende Sachen finde ich es dann doch ein bisschen schwach auf der Brust. 50 Euro sind es eigentlich nicht wert. Also hier auch, ich sag jetzt mal so ganz grob, von den YouTube-Einnahmen im Vergleich zum 17er habe ich hier einen extremen Verlust hingelegt. Einen sehr extremen Verlust. Also eigentlich ist das hier nicht mehr eine Nullnummer, sondern es ist eine Minusnummer, also eine Negativnummer. Und schlussendlich, ja, ne, möchte ich daran nicht den Erfolg messen. Die Aufrufe sind gut, definitiv, aber es ist halt wirklich... Also mich persönlich befriedigt es nicht. Mich macht es nicht glücklich. Ich kann das Spiel nicht so fühlen, wie andere es halt können. Und deswegen, ja. Ja. Eure Meinung, wie gesagt, dazu gerne unten in die Kommentare. Ich bin richtig gespannt. Ich lese die immer liebend gerne. Deswegen habe ich auch das mit der Bäckerei erwähnt und mit der Mühle, weil das halt auch jemand da erwähnt hatte. Und ja, dann freue ich mich, euch vielleicht in Everdream Valley wiederzusehen oder in Story of Seasons. Oder später in Rune Factory 3 oder Fae Farm oder was es da noch alles für Spiele gibt. Oder vielleicht seid ihr auch die ganze Zeit bei Harvestella dabei. Ja, ich sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.